Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Spider-Man Web of Shadows mit mir, dem Cassio, und natürlich mit Spider-Man, einem der coolsten Superhelden, die es überhaupt so gibt. In der Comic-Geschichte, behaupte ich jetzt einfach mal. Das Spiel ist von 2008 von Activision, Treyarch und weiteren Entwicklern. Leider kann ich an der Grafik nicht mehr viel machen. Ich konnte einstellen, ob ich es in 1920x1080 spielen möchte. Das war es dann auch schon an Grafikeinstellungen. Ich konnte den V-Sync könnte ich an- und ausmachen. Das war's. Es gibt leider keine Untertitel. Ziemlich, ja, doof. Aber gut, so ist das nun mal. Das heißt, immer wenn die sprechen, muss ich mal ein bisschen leiser sein. Damit ihr das auch alles hört, was die da so sagen. Ich habe schon mal kurz angespielt, sage ich jetzt mal. Ja. Möchte ich einfach mal behaupten. Jawohl, der Controller funktioniert auch. Das ist schön. Ich muss mir einen ganz kleinen Schnitt machen, weil ich das Spiel mal ein bisschen lauter machen muss, weil das sonst zu leise wird und ihr nichts mehr hören würdet. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder zurück. Müsste jetzt eigentlich doch ein wenig lauter sein. Ich kann hier leider nichts weiter einstellen. Deswegen gehen wir hier direkt auf neues Spiel. Ich hatte kurz gespielt, um mal so zu gucken nochmal. Wir beginnen aber ein neues Spiel. Das heißt, das alte wird auch überschrieben. Existiert nicht mehr. Wir fangen komplett von vorne an. Und nach dem Intro hören wir uns wieder. Du weißt, dass er schlecht für dich ist und wie er dich verändern kann. Wenn das Ding die Kontrolle über dich gewinnt, ist Ausweiden immer noch eine Option. Verstanden? Diese Stadt wird uns gehören. Wart's nur ab. Wenn alles vollbracht ist, an wen werden sich die Menschen wohl erinnern? Natürlich an uns. Denn wir sind Spider-Man. Wir werden hier, ich glaube, direkt ans Ende sozusagen des Spiels katapultiert. Ich muss jetzt mal gucken, wie die Steuerung funktioniert. Ah ja, ganz okay. Relativ intuitiv. Ich kann mir eigentlich immer ganz gut denken, wie das hier alles läuft. Alles schön. Ich habe nur keine Ahnung, kann man hier blocken oder so? Achso, okay, warte mal, damit kann ich das machen. Was kann man? Ah, hier heißt das. Wir werden direkt ans Ende des Spiels katapultiert, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Hier, genau so schaut's aus, Son Goku-Style. Alles, was in diesem Spiel passiert, führt, glaube ich, hierzu. Natürlich ziemlich scheiße. Aber so ist das nun mal. Auch eine recht traurige Grundstimmung, muss ich mal so sagen. Wir müssen hier auf jeden Fall gegen die ganzen Symbionten kämpfen, die Venom uns beschert hat. Und ich muss sagen, es spielt sich auf jeden Fall um einiges besser, das Spiel. Mit dem Controller als mit der Tastatur. Ich habe nämlich vorher immer so ein paar Aufnahmen gemacht, weil ich überlegt hatte, ob ich es überhaupt spiele, aber ich hatte irgendwie Bock auf das Spiel, deswegen. Muss ich jetzt lang? Ach, da. Spiele ich jetzt auch natürlich, aber ich habe es halt immer vorher mit Maustastatur gemacht und das ist ja total beschissen, dieses Spiel damit zu spielen, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. So, ich muss hier hin, dann mache ich das. Noch mehr kleine Symbionten, kein Problem. Hier, zack, 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 zack. Alle tot. Das sieht ein bisschen aus wie, echt wie Dragon Ball, ohne Scheiß. Da machen wir auch mal eine ordentliche Combo draus.
So, du kriegst auch nochmal was ab. Weil ich glaube, so sammeln wir auch gut Erfahrungspunkte. Komm schon weiter. Ach, das war schon. Okay, die nächsten Symbionten warten wohl. Die können fliegen, das ist voll unfair. Ich kann nicht fliegen, was soll das? Tippe für einen Netzleinzug, mache ich, kein Thema. Okay. Das muss ich hier gegen sie kämpfen. Machen wir doch, glatt. Oh, verpiss dich. Ey, ja, lass mich... Oh, verdammt, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gegangen. So, ja, du komm auch her. Für dich habe ich auch noch ein bisschen was hier, was Spaß macht. Fall runter und lass mich in Ruhe. Kann ich auch ein bisschen schneller? Ja, kann ich. Sehr schön. So, bist du tot? Nein, du klebst immer noch hier, kann das sein? Komm her. Komm hier hin. Ja, hahaha, ich kann die aber da hinterher, das ist schon klar, ne? So, geh mal weg. Bist du weg? Du bist tot. Sehr gut. Tippe, um Gegner zu identifizieren. Alles klar. Alter. Hörst du mal auf mich anzugreifen? Finde ich nicht so cool, was du da so machst. Oh, du. Shut up! So, einmal du bist noch da, dann machen wir dich auch schnell kaputt. Da kommen die nächsten Gegner. Na, kommt mal her. Für euch habe ich doch auch noch das ein oder andere auf Lager. So, komm mal her. So. Du bist jetzt mal kurz ruhig, ja? Wo ist denn, hin? Gerade war da aber noch einer. So. Tschüssi. Da unten kommt doch irgendein komisches Mongo-Vieh. Komm mal her, du denkst auch, du kannst dich an mir vorbeischleichen, wa? Träum weiter. Oh. Scheiße. Aber Spidey wird das doch bestimmt irgendwie regeln können. Jawohl. Zack, 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 zack. So muss das sein. Und B drücken, um die Zivilisten zu retten. Also, wo ist Cage und sein Suchtrupp? Wo ist MJ? MJ? Ich verstehe nicht. Du musst verstehen. Vielleicht an Treffpunkt 2. Bravo 17. Na gut, weiter geht's. Zeig es mir. Oh. Ich finde auch cool, ich kann den Sprung oder den Schwung ja beschleunigen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Oh. Ich muss direkt da drin landen. Wo ist Cage und sein Suchtrupp? Ja. Die zivilen Freiwilligen. Schöne Rothaarige, armen Gips. Sie sind keine Hilfe. RTF anhalten. Fahrzeuge nähern sich. MJ! MJ! Wie so ein... So. Erstmal hier. Zack, 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 zack. Ja. Weg mit euch. Eliminiere diesen Symbionten. Ja, mach ich doch. Kein Problem. Wenn du das von mir möchtest, dann tue ich das. Ja, die sind doch eh alle tot. Ey. Ohne Scheiß. Die können doch gar nichts machen gegen mich. So. Dich auch noch mal kurz smashen. Ah, jetzt das Ding kaputt hauen. Wo ist denn die Kapsel? Da oben. Alles klar. Los, Spider-Man. Geh da hoch. Beeilen wir uns mal ein bisschen hier. Shit. Nein! Das hat mich getroffen. Los, geh doch mal die Wand hoch, ey, dass du dich immer so ein bisschen bitten musst, ist doch scheiße. So, schön auf die Omme gehen hier. Alter, das ist aber nicht schön, was ihr hier macht. Mann, nicht die angreifen! Du sollst das Ding hier angreifen. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ich glaube, ich musste mal ab und zu dein Leben erklären. Das läuft so nicht. Ja, toll. Cool machst du das, Spider-Man. Whee! Ja, sowas kann ihm nur Spider-Man.
auf den Knien am Glas langrutschen. Los jetzt! MJ, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du hältst besser den Ball flach, Mann. Bist du es dieses Mal wirklich? Kommt, wir müssen los. Hör mir zu. Ich verspreche es. Ich werde ihn nie mehr benutzen. Du versprichst es? Das hatten wir schon durch. Dafür haben wir keine Zeit. Okay, wer ist das? Hau ab! Sieht ein bisschen aus wie die schwarze Katze. Tu das nicht. Komm einfach mit mir. Das dazu. Wir haben uns wohl doch eher für den Anzug entschieden. Nein! Mary Jane! Peter? Genau so hat es angefangen. Vor 4 Tagen. Ringen um Atem. Ums Überleben. Er ist zurück. Venom! An diesem Morgen hat sich alles geändert. Ich habe Hunger. Nein! Eddie! Was? Nein! Venom, mach dich gefasst auf eine Welt des Schmerzes. Oh, yeah. Genauso sieht's aus hier. Wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, bitteschön. Wir haben hier den schwarzen Anzug, das heißt, wir sind noch ein bisschen stärker als der normale Spider-Man. Warte mal, komm mal her. Du willst doch nicht etwa von mir abhauen? Das will ich aber gar nicht gutheißen. Ey, pass mal auf, mein Freund, ja? Alter. So geht das auch. Ja, kein Problem. Bleib mal da oben stehen, komm. Ich schmeiß einfach weiter mit Autos nach dir. Ist mir doch scheißegal. Du wagst es, mir den anderen zu nehmen? Dann nehme ich dir dein Mädchen weg. Pack mal lieber den Lappen da wieder ein. Und zieh dir mal was Gescheites an, mein Freund. So, jeder hat er nicht, ne? Hier hast du noch ein paar Autos, mit denen kannst du spielen. Was soll ich gegen ihn kämpfen, wenn ich einfach nur Auto schmeißen kann? Ohne Scheiß. Brock, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Peter? Mary Jane. Gott sei Dank. Venom ist weg. Ist sie in Ordnung? Ich hatte dein Geburtstagsgeschenk, aber dann war da dieser Lärm und... Alles in Ordnung. Gehen wir. Du kommst wieder in Ordnung. Ich liebe mein Geschenk. Ich liebe mein Geschenk. Ja, was hast du denn bekommen? Erzähl doch mal. Folge dem Kranken. Okay, mit. Was ist denn LS für eine Taste? Moment. Ach so. Okay. Jetzt weiß ich, was das ist. Woo! Das muss voll geil sein, wenn man sowas kann. Ich möchte das auch können. Okay, ich folge ihm. Kann ich mich nicht eigentlich einfach auf den draufplumpsen lassen, sozusagen? Ja, Junge, wo fährst du denn hin? Du fährst immer noch geradeaus? Na, jetzt fährst du da lang. Okay. Was ich eigentlich ganz cool finde, auch die komplette Stadt, also so wie sie halt nachgebaut wurde. Alles ist komplett begehbar und irgendwie erinnert mich diese kleine Passage hier stark an GTA 4. Aua! Kack, Krankenwagen, du sollst Leben retten und nicht kaputt machen. Oh, jetzt gibt's hier Gangschießerei oder was? Crips gegen Bloods! Sind alle heil? Yo! Bringt sie rein! Du, halte diese Irren auf! Ja, okay.
No problemo für Mr. Spider-Mano. Und bevor man noch freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sagen kann, bin ich mitten in einem Gangkrieg. Tolle Zeiten. MJ bekommt den Arm eingegipst und ich fühle mich elend, weil ich nicht bei ihr war. Aber wenn sie wüsste, dass ich ignoriert hätte, was auf der Straße los war, hätte sie mich rückwärts rausgeworfen. Na dann. Wobei, man muss natürlich auch sagen, dass der Anzug auch schon seine Vorteile hat. Ich kann nämlich die alle einfach einspinnen. So. Und jetzt kann ich einfach auf die Fresse gehen. Achso, stimmt. Ich habe ja nicht mehr alle Fähigkeiten. Ach, guck mal, der, cool, die gehen sogar an der Wand. So, komm mal her. Auto mache ich auch gleich kaputt. Warum nicht? Was willst du? Verpiss dich. So viel dazu. Ups. Ich wusste, das war zu schnell vorbei. Du wirst dafür bezahlen, dass du das versaut hast, Spider-Freak. Ah, da ist Mr. Cage. Macht ihn platt! Ja, schon klar. Den interessieren die Kugel nicht. Ich muss auch sagen, ich kann mich irgendwie nicht an Cage erinnern. Ich weiß jetzt nicht gerade, wer das ist. Kann ich nicht ganz zuordnen. Also das war unhöflich. Also das war unhöflich. Das ist alles, was er dazu sagt. Wenn er... mit Kanonen beschossen wird. Na, warum nicht? So, komm mal her. Hier. Fuck, krümel dich! Du kannst auch mal herkommen. Cage ist mein Gegner, verpiss dich. So. Noch was? Ach, guck mal. Wie süß. Und noch mehr. Das ist ja süß. Ach, was willst du denn da mit deiner komischen Kutte? Komm her. Hier. Erstmal, da hinten ist auch noch einer. Ich spring mal hin. Ich bin viel schneller als du. Whee! Oh, verdammt. Müssen wir aber noch mal mit dem Ziel, ne? War's das? Okay, das ist jetzt eigentlich ganz cool. Finde Luke Cage. Ja, wo bist du denn? Hallo? Warum steht da, ich soll ihn finden? Er steht doch direkt vor mir, also jetzt mal ohne Scheiß. Achso, verdammt. Was führt dich nach Uptown, Spidey? Das geht dich gar nichts an. KG? Ich wollte eine Freundin in der Notaufnahme besuchen, als diese ganzen feinen Kerle auftauchten. Gute Arbeit, wie du die Schießerei beendet hast. Ach, das war doch gar nichts. Ich bin schon den ganzen Tag hinter den Typen her. Wenn du noch welche siehst, mach sie fertig. Ich tue, was ich kann. Gut, wir treffen uns später im Park. Alles klar.